dem heutigen Brookhaven Roleplay Video werde ich aus dem Haus der neuen Schülerin gebannt. Mit dabei ist heute zum allerersten Mal die Easy. Hello! Vergesst natürlich nicht, beide Kanäle zu abonnieren, einen dicken, fetten Like dazulassen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und Easys Kanal findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Oh, heute bin ich echt müde. Ich habe heute gar keinen Bock auf Schule. Sandy, komm, du musst los, sonst verpasst du die U-Bahn. Ja, Mama, ich komme ja schon. Ich bin angezogen. Ich muss nur noch meinen Rucksack holen. Oh, wo ist denn mein Rucksack? Oh, wo ist denn der hin? Mama, ich finde meinen Rucksack nicht. Schatz, der ist hier unten. Komm jetzt bitte. Oh, ach so, okay. Ich komme schon. So, hier, Schatz. Ja, danke, Mama. Bis später dann. Jetzt muss ich mich aber beeilen, dass ich die U-Bahn rechtzeitig schaffe. Ich hoffe, sie wartet auf mich. Liebste U-Bahn, bitte warte auf mich. Oh Gott, sie ist schon da. Schnell rein. Eine Minute, 37 Sekunden später. Boah, heute bin ich ganz allein in der U-Bahn. Ich glaube, meine Freunde haben eine eher genommen. Oh, ich bin heute so spät dran. Ist unglaublich. Oh, wir sind da. Perfekt. Puh. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, Sandy. Ich bin heute voll müde. Ich bin auch noch voll müde. Ich habe heute gar keinen Bock auf Schule. Habt ihr euch denn schon vorbereitet für Mathe? Oh, Mathe ist immer so super nervig, ehrlich. Da war gerade eine neue Schülerin. Was? Echt? Wo denn? Ich habe sie gar nicht gesehen. Wo ist sie denn? Da sitzt sie. Sie hat sich schon hingesetzt. Sie hat gar nicht Hallo zu uns gesagt. Ein paar Sekunden später. Wollen wir sie denn mal fragen? Also wer sie ist und so? Ja, dazu haben wir wahrscheinlich noch Gelegenheit, aber es hat schon geklingelt. Kommt, lasst uns reingehen. Hallo, guten Morgen. Hi. Bist du neu? Ja, ich ist heute mein erster Tag. Wieso? Einfach nur so. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen. Ja, cool, dich kennenzulernen. Ich bin Easy. Die Schule beginnt. Oh, ja, Entschuldigung, ich setze mich schon hin. Guten Morgen, Klasse. Guten Morgen, Frau Schmidt. Guten Morgen. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, haben wir eine neue Schülerin. Easy, kommst du bitte vor? Okay. Dann stelle ich mich mal kurz vor. Hi, ich bin Easy. Ich bin neu in der Stadt und das ist jetzt meine Schule. Das hast du super gemacht. Möchtest du noch irgendwas erzählen? Ich mag Schweine. Und Käse. Gute Nacht. Klasse. Bitte sagt herzlich willkommen zu Easy. Herzlich willkommen, Easy. Schön. Wenn ihr euch jetzt alle kennt, dann braucht die Easy auf jeden Fall noch jemanden, der ihr bei den Aufgaben hilft. Denn sie hat ja jetzt ein paar Wochen Schule verpasst. Meldet sich niemand freiwillig? Okay, dann, Sandy, du bist gut in der Schule. Du wirst dir helfen. Was, ich? Aber so gut bin ich gar nicht in der Schule. Wirklich nicht, Frau Schmidt. Natürlich bist du gut in der Schule. Easy, bist du damit einverstanden, dass dir Sandy hilft? Ja, natürlich. Warum nicht? Ist doch ganz nett. Okay, Frau Schmidt, ich helfe ihr. Easy, wollen wir uns nach der Schule gleich treffen? Ja, aber das wäre nicht so gut, wenn wir zu deinen Eltern gehen. Vielleicht treffen wir uns einfach bei mir. Okay, alle Einzelheiten könnt ihr nach der Schule machen. Jetzt Mathebuch, Seite 342. 6,5 Stunden später. Izzy, du meintest, glaube ich, gerade, dass ich mit zu dir kommen soll, oder? Ja, es wäre besser, wenn du mit zu mir kommst, weil meine Eltern sind sehr streng, besonders meine Mom. Oje, also wenn deine Eltern so streng sind, dann, also vielleicht wollen wir hier in der Schule bleiben? Nee, ich muss schon nach Hause gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Also, wenn, dann komm du am besten mit. Ja, okay, dann muss ich noch kurz meine Mama anrufen, okay? Warte schnell. Mama? Ja, ich wollte nur fragen, ob ich mit der neuen Schülerin mit nach Hause kommen kann, weil ich muss ihr helfen. Super, danke Mama. Tschüss. Okay, meine Mama sagt, ich kann. Wie kommen wir zu dir mit der U-Bahn? Ja, hast du kein Fahrrad dabei? Nee, ich bin mit der U-Bahn gekommen. Ja, okay, ich habe leider kein Ticket, meine Mom kauft mir keins, aber... Ja, okay. Vielleicht laufen wir einfach, komm mit. Okay.
Eine Ewigkeit später. Sind wir bald da? Ja, nur noch ein kleines Stück. Da sind wir schon. Home sweet home. Du wohnst ja ganz in meiner Nähe. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich dir lieber ein U-Bahn-Ticket gekauft. Ja, wir sind halt gerade frisch hergezogen, Sandy. Ach, dann komm erst mal rein. Hast du vielleicht ein Glas Wasser oder so? Das war echt anstrengend, bis hierher laufen. Ja, kein Problem. Hier steht ein Blumenvasenwasser auf dem Tisch. War nur ein Spaß, ich hol dir ein Wasser. Okay. Ich dachte, dass ich das jetzt trinken muss. Okay, ich setz mich dabei hin. Ich liebe Cola, aber sag's meiner Mom nicht, ich darf die eigentlich nicht trinken. Ja, nee, keine Sorge, ich sag ihr nichts. Aber ich glaube, ich möchte nur ein Glas Wasser, wenn es okay ist. Viel Wasser für dich. Ich gebe dir das mal kurz. Zack. Oh, danke schön. Puh, das ist wirklich jetzt perfekt. Danke schön, Izzy. Ja, wenn du fertig bist, dann komm einfach hoch. Ich gehe schon mal in mein Zimmer und bereite die Hausaufgaben vor. Okay, alles klar, ich bin sofort da. Die Izzy, die ist ja eine ganz nette. Vielleicht sollte ich mich mit ihr anfreunden. Ein paar Sekunden später. Okay, ich komme jetzt hoch. Izzy? Hier drüben, das erste Zimmer. Sandy. Oh. Oh ja, hier bist du. Ja, ja, genau hier. Okay. Cool. Hast du Geschwister, weil du ein Stockbett hast? Ja, ich habe einen Bruder, einen kleinen Bruder. Ja, cool. Ja, ich schlaf unten, der schläft oben. Okay, wollen wir anfangen mit den Hausaufgaben? Du wolltest mir noch mehrere Sachen zeigen. Ah, ja, natürlich. Warte. Okay, wir brauchen unser Mathebuch. So, okay. Und dann fangen wir am besten an mit der Seite 254. Hast du das schon mal gehört? Warum fangen wir nicht mit Seite 1 an? Oh, okay. Können wir auch. dann fangen wir ganz von vorne an, okay? Und jetzt warte mal, wo ist mein Rucksack? Ich muss noch mal ganz kurz meine Notizen rausholen. 2 Stunden später. Izzy, ich bin zu Hause. Wir sind hier oben, Mama. Da bist du ja. Ja, wir haben Hausaufgaben gemacht. Was? Du warst alleine hier im Haus mit einem fremden Mädchen? Ah, Mama, das ist doch kein fremdes Mädchen, die ist in meiner Klasse. Das ist Sandy. Izzy, du weißt ganz genau, dass ich das nicht möchte. Warum hast du nicht angerufen und mich gefragt? Das geht gar nicht. Absolut nicht. Ich bitte deine Freundin sofort zu gehen. Und zwar sofort. Mom, ich habe dich nicht angerufen, weil ich kein Handy habe. Du erlaubst mir ja keins. Sandy, du musst leider los. Es tut mir leid. Was? Aber wir haben doch nur Hausaufgaben gemacht. Hä? Du gehst jetzt sofort raus aus unserem Haus. Es tut mir so leid, Sandy. Was? Was? Ich... Was ist... Was... Was ist passiert? Wo bin ich denn jetzt? Izzy? Nein! Und sie hat noch meine Hausaufgaben und meine ganzen Unterlagen. Ich muss wieder zu ihr. Gott sei Dank wohnt sie nicht weit weg von mir. Einfach mal schnell in die U-Bahn. Inzwischen. Du kennst genau die Regeln. Du hast Hausarrest. 2 Wochen. Und noch, wenn du noch ein einziges Mal hier jemanden einlädst, ohne dass ich dir das erlaube, dann hat es weitere Konsequenzen für dich. 2 Wochen, Mom? Ach, komm schon. Von mir aus. Weißt du, ich will hier auch gar nicht mehr wohnen. Ach, okay, ich bin da. Was mache ich nur? Wenn sie mir jetzt meine Sachen nicht gibt, dann kann ich meine Hausaufgaben nicht fertig machen. Oh, dann kriege ich bestimmt voll den Ärger. Oh nein, ich hoffe, sie ist jetzt hier irgendwo. Oh, ich bin halt im Ernst gebannt hier. Oh, und Izzy ist hier. Ich sehe sie. Izzy! Izzy! Hä? Sandy? Ja, hier, ich bin hier. Ich bin hier. Siehst du mich? Ach, Sandy! Hi! Was machst du denn da draußen? Du hast noch meine Sachen. Als ich gebannt wurde, habe ich meine ganzen Sachen noch bei dir. Ah, ich verstehe. Warte. Ich versuche sie schnell zu holen. Das ist voll lieb von dir. Ach, Gott sei Dank, sie redet noch mit mir und ist mir nicht sauer. Aber warum sollte sie mir sauer sein? Ich komme kurz raus. Ich habe zu Hausarrest, aber hier, nimm das schnell, bevor meine Mom es merkt. Ach, super. Ich danke dir, Izzy. Es tut mir total leid, dass du so viel Ärger mit deiner Mutter bekommen hast. Ja, ich muss jetzt auch echt rein. Ciao, Sandy. Okay, Izzy, dann bis morgen zur Schule.
Das war's aber dann mit diesem Brookhaven Roleplay von heute. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert unbedingt auch die Easy. Yeah! Ihr Kanal ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like auf dem Video zu lassen, ein Abo dazulassen und dann bis zum nächsten Mal. Servus! Tschüss!